Hallo Robert, du hast eine sehr schwierige Rolle. Bist du aufgeregt? Ja, natürlich. Wie immer. Klein wenig. Aber ich bin sehr gespannt. Am Anfang habe ich versucht, selber damit klarzukommen. Aber irgendwann ging das nicht mehr. Schuldgefühle. Ich bin einfach nie zu Hause gewesen. Der schwierigste Part für mich war, dass ich mir eingestehen musste, nicht mehr auf der Überholspur zu sein. Ich besuche die Selbsthilfegruppe für Eierstockkrebs. Ich besuche die anonymen Messis. Ich besuche die Gruppe für Suizidangehörige. Ich besuche die Gruppe Narcotics Anonymous. Ich besuche die Selbsthilfegruppe für Eltern und Angehörige von Drogenabhängigen und Drogengefährdeten. Ich bin in der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen. Meine älteste Tochter hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Selbsthilfegruppen gibt. Ich hatte keine Erfahrung mit solchen Gruppen. Ich wusste nicht, was da abläuft und verstand am Anfang gar nichts. Ich konnte in Selbstmitleid baden und darauf warten, dass mich irgendjemand da rausholt. Oder ich guck mal, was ich machen kann. Ich bin dann einfach zur Selbsthilfegruppe hin, obwohl ich da niemanden kannte. Da habe ich das erste Mal so richtig alles rauslassen können und mich wirklich frei gefühlt. Ich musste auch keine Angst haben, dass mir irgendwas passiert oder dass mir das, was ich sage, übel genommen wird. Denn wir sind in einer geschützten Gruppe und da ist der Umgang sehr freundschaftlich. Alle haben das völlig verstanden und mir Halt gegeben. Ich habe mich einfach nicht mehr so allein mit meinen Problemen gefühlt. Die Kraft liegt ja darin, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist ja der Sinn dahinter, dass Süchtige von anderen Süchtigen lernen. Man fühlt sich aufgehoben, ohne bewertet zu werden. Man sieht, da sitzen 5 bis 10 Leute und denen geht's viel besser. Ich habe eine Entwicklung durchgemacht. Ich bin grundsätzlich viel offener geworden und habe gelernt, mich selbst zu akzeptieren. Die Gruppe trägt dich, wenn du strauchelst. Ich habe jetzt wieder das Gefühl, dazuzugehören. Ich versuche, diese Haltung zu haben, dass ich mir von der Krankheit nicht alles vorschreiben lasse. Das Verhältnis ist besser. Der Zugang ist wieder da. Und man wird selber wieder ein Mensch. Ich bin jetzt mutig und nehme mein Leben in meine eigenen Hände. Ich probiere es einfach.